Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich. Als erstes, Happy Birthday, meine lieben Fische. Rosenblätter hat es heute für euch geregnet. Ja, schöne Rosenblätter, rote. Ich wünsche euch Glück, Gesundheit, Erfolg, Optimismus und natürlich viel, viel Liebe. Und das wünsche ich auch dem Februargeborenen nachträglich. Das Reading ist für Fische-Aszendenten und solltest du Planeten in den Fischen haben, wie Mond, Venus etc., schaust dir an, vielleicht sind ein paar Impulse für dich dabei. Des Weiteren ist das ein allgemeines Reading, kein persönliches. Wenn du ein persönliches möchtest, kannst du gern unterhalb von dem Video in die Infobox. Dort ist meine Website und du kannst mich kontaktieren. Liebe Männer, ganz, ganz lieben Dank fürs Zusehen. Bitte bedenkt, ich spreche immer aus der Sicht einer Frau. Daher dreht es euch einfach um und das betrifft auch alle Gleichgeschlechtlichen etc. Willkommen in der Fischesaison, willkommen im März. Ja? Das ist die Zeit jetzt, ne? Und ihr werdet das spüren jetzt. Ne? Jetzt kommt eure Zeit. Ich sag mal so, am 20. März beginnt das astrologisch neue Jahr. Mit dem Eintritt des Witters, mit der Sonne im Witter. Und das ist auch gleichzeitig Frühlingsanfang. Und das ist sowas, wo ich sage, das ist das Sonnenjahr beginnt. Also dieser Optimismus wird hervorkommen, ja. Man will, das Frühjahr ist auch geprägt davon. Man hat wieder Energie, man hat auch wieder Lust, Dinge zu tun, ja. Im Moment ist das so hin und her gerissen sein, ja, so. Boah, da kreiselt so vieles. Man will das nicht mehr, das nicht mehr. Und man weiß aber so richtig, also was will ich denn nur ganz genau? Und lass das einfach mal kreiseln, lass das mal zu, die Klarheit wird kommen. Ja? Das muss ich immer sagen. Und das kann von heute auf morgen kommen, dass du dich entscheidest und sagst, ich mache das jetzt so und so und dann läuft das. Wir haben einen schönen Neumond in den Fischen. Das ist immer so, dass dir vieles klarer wird, wo der Weg dann auch hingehen soll. Am 25. ist nochmal eine Mondfinsternis. Da werden nochmal, Finsternissen holen ja immer Dinge hervor. Und das kann sein, dass so karmische Dinge nochmal hervorgeholt werden, was Beziehungen betrifft oder was so alte Muster betrifft. Aber die triggern nicht so sehr. Das ist nur nochmal so ein Erinnern irgendwo. Und man kann es korrigieren. Man kann es korrigieren. Weil vielleicht geht man immer wieder in dieselben Muster rein. Und gerade Fische, ne? Immer so die Abhängigkeit, immer so alles schön tun und so. Und man merkt so, nee, das möchte ich nicht mehr. Also ich muss das auch sagen können. Ich muss mich da zurücknehmen. Und das ist eine schöne Energie. Also das ist so. Also für die Fische ist es diesen Monat so, ich sag mal so, Venus steht absolut bei euch. Ne? Das kommt. Es könnten sogar Seelenverbindungen zusammengeführt werden. So Ende März ist das. Ansonsten könntet ihr euch verlieben. Ihr könntet vor Menschen stehen und einfach sagen, wow. Ja, das kann sein. Oder es ist immer noch die Energie, dass man sagt, naja, also es gibt da jemand, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Auf einmal kann man sich's vorstellen. Ja? Also. Und es gibt aber auch das, dass man irgendwo merkt, ich bin hier eine Illusion hinterhergerannt und die Realität, also ich nenne es mal so, ne, mal so pro forma, der Junge hat den Realitätscheck nicht bestanden. Ja. Dann kann man das auch zugeben und sollen ja auch zusammengeführt werden, was zusammengehört. Ne? So nenne ich das. So, und ich rede heute nicht so viel, ich fange an, ne? Okay? Hier gibt es noch so viel, was die Planeten und... Aber ich fange jetzt einfach an, ja? Na also, gesegnete Veränderungen. Eine bedeutende Lebensveränderung schenkt dir großen Segen. Wow, was ist denn die Unterkarte? Selbstständigkeit. Aha, du bist die geborene Unternehmerin. Dein Unternehmen ist in eine magische Möglichkeit gehüllt. Wahnsinn, also kannst du dir was Neues auf die Füße stellen. Das gefällt mir. Aber gesegnete Veränderungen, die sind schon die ganze Zeit auf unserem Weg. Aber manchmal kann man das noch nicht so, man macht das vielleicht in kleineren Schritten. Ja? Und das muss auch jeder für sich selber sagen. Wenn dann im Außen immer gesagt wird, ja, und dann ziehst du doch durch und dann mach das. Dann denkst du immer so, ja, machst du selber, ne? Selber Schisser, aber anderen immer irgendwas erklären. Aber ich sag mal so, die Veränderungen kommen und die kommen stückchenweise. Und das ist doch aber gut so, ja? Und man traut sich mehr. Oho, oho, was ist denn bei euch los? Also, als erstes habe ich die Verbundenheit.
Fühle die Verbundenheit mit allem. Bei euch ist es so, auch Veränderungen, auch wenn ihr irgendwo arbeitet oder Freunde habt oder mit Menschen zusammen seid, wenn ihr die Verbundenheit nicht spürt, dann geht das nicht. Dann fühlt ihr euch nicht wohl. Ihr braucht das. Ja, ihr braucht das. Und Moral, was möglich oder unmöglich ist, entscheidest nur du. Glaubenssätze, das geht nicht so. Das geht nicht so. Ja, das kann ich jetzt nicht machen. Moral, ja, du hast irgendwas eingebläut gekriegt. Stell dir vor, du bist Architekt oder sowas, ne? Oder irgendwie eine Position und deine Familie ist stolz auf dich und dann sagst du so. Ich habe aber auch keine Lust mehr. Ich wäre jetzt Blumenverkäufer. Ja, nur mal als Beispiel. Das hat was mit Moral zu tun, ja. Was möglich ist und nicht möglich ist, darfst du dich nicht irgendwo von anderen abhängig machen. Das entscheidest nur du. Das ist eine schöne Energie, hier kommt eine Veränderung. So, was sind die Themen für euch? Was sind die Themen für euch? Die ging aber schnell, da bin ich ja gespannt, was da rausgefallen ist. Ja? Wo sind wir denn im Moment? Ja? Wo stehen wir denn im Moment? Das ist also noch ein bisschen durcheinander, aber es wird mehr Klarheit reinkommen. Ja? Ist nur einfach mal so. Ich kenne das, ja. Wo du dann hin und her gerissen bist und du willst dich entscheiden, dann entscheidest du so, dann das. Und erst wenn du es von innen heraus willst, dann läuft das. Das ist wirklich, ich probiere ja auch immer alles, ne? Mit dem Glaubenssätzen und sowas. Ne? Ja, aber das ist, wenn du dann merkst, es funktioniert, ne? Ist das Leben viel einfacher und leichter. Ja. Und freu dich auf Dinge, freu dich. Ich hab, bei den anderen habe ich gesagt, wisst ihr, was auch schön wäre? So, jetzt haben wir sie alle. Was auch schön wäre, ihr merkt ja den Umgangston. Für uns Fische ist das überhaupt nichts. Ne? Drei des Sommers, Neuigkeiten, die gefeiert werden müssen. Eieiei, hast eine Feierlichkeit oder triffst wieder jemand, sowas ist das. Was wäre denn, wenn du morgens die Zeitung aufschlägst oder dein Handy anmachst, Nachrichten mal lesen willst oder so und da steht, guten Morgen, hab einen wundervollen Tag, glaube an deine Träume und bleibe optimistisch. Wisst ihr, was das verändern würde in der Gesellschaft? Die würden alle grinsend früh durch die Kante rennen. Guten Morgen, Freundlichkeit und, ne? Stattdessen brauchst du nicht meine Zeitung aufmachen, ist alles fake. Ja? Willst du nicht lesen? Ich sag mal so, hier beginnt was ganz Großes. Also der Weg war schon da, aber hier beginnt was ganz Großes. Die erste Karte ist die Erneuerung. Phönix aus der Asche. Als ob jetzt die Fischesaison beginnt und jetzt spürt man das. Jetzt Fische gehen viel mehr vorwärts, wo früher die Fische, wisst ihr, Fische ist auch das letzte Sternzeichen, das 12. Und damit beenden wir immer einen Zyklus. Also im März werden Zyklen beendet und der April mit dem Witter, ja, oder Ende März schon, der beginnt einen neuen Zyklus. Das ist immer so. Hier soll was abgeschlossen werden, hier soll was Neues beginnen. Als ob du dich neu erfindest. Ja, Wahnsinn. Und hier, mach wie du das denkst. Schau dir die Vergangenheit und Gegenwart an, um eine bessere Zukunft planen zu können. Deine Lebensaufgabe verstehen. Verurteile weder dich selbst noch andere. Das machst du nicht. Du verurteilst niemanden. Das ist manchmal so, dass man denkt, oh Mann, ja, warum habe ich das damals gemacht? Ja, weil es sein musste, ja. Das ist was, ja, du hast nur große Arkanos, ne? Das ist was Großes hier. Das ist hier nicht Pillepalle. Das ist so, als ob jetzt eure Zeit kommt. Der Stern, wow, Magic Moments, ne? Ich muss es ja mal so sagen. Ich bin ja auch ein Fischlein. Was kommt denn hier bei mir? Das ist ja Wahnsinn. Richte deinen Blick voller Hoffnung und Optimismus in die Zukunft. Das mache ich. Die Macht des Glaubens, Berge zu versetzen. Ne? Erfreuliche Veränderungen läuten das Ende einer schwierigen Zeit ein. Und wir hatten schwierige Zeiten. Wir waren genauso. Wir sind emotional oder Fische sind allgemein emotional. Wir nehmen das von außen und von anderen Menschen viel, viel mehr auf. Ne? Und dann haben wir Mitgefühl und so weiter. Und wir wollen eine schöne Welt. Das ist nun mal einfach mal so. Fische wollen eine schöne Welt, ja? Und deswegen geht man manchmal vielleicht so in seine Träume und taucht mal ab. Und das ist gut so. Das kann nicht jeder. Viele beneiden Fische, weil die das können. Lebenserfahrung, es geht ja noch weiter, ne? Große Arkana. Lass Glaubenssysteme los, die dir nicht länger dienen. Was möglich oder unmöglich ist, entscheidest du. Moral, wow.
Ein wichtiges lebensveränderndes Ereignis hier auch. Eine Situation, die zu wichtigen Chancen und Möglichkeiten führt. Also hier kommt was Großes. Hier kommt was richtig Großes. Boah. Ja, also es wird nicht innerhalb von 5 Tagen gehen. Ne? Also das ist ganz schön viel. Aber der Stern, das ist die Wunscherfüllung. Das ist dieser Optimismus, dieser Glaube. Und ihr könnt das. Ihr könnt das. Boah. Das ist ein Reading. Da bin ich ja gespannt. Was sagen die Astrocards? Was ist die Erneuerung? Erstes Haus. Und das ist genau das, was jetzt kommt. Es kommt immer mehr raus. Natürlich musst du dich manchmal Gegebenheiten oder Jobs oder irgendwas anpassen, ja? Weil eben das so erwartet wurde und das Außen, ne? Das hat man automatisch gemacht. Man hat so gesagt, ja, das ist so. Und jetzt erkennt man irgendwo, das bin aber nicht ich. Und die Gedanken kommen jetzt vermehrt. Ne? Die konnte man vorher gar nicht erkennen. Die kommen jetzt vermehrt. Und das bedeutet einfach, sei authentisch. Ja, und ein Fisch doch auch mal sagen, nein. Und das ist so ein Punkt, der vielleicht manchmal ein bisschen schwer fällt. Ja? Und du hast ganz viele Träume. Und die Träume, an die sollst du glauben. Zeig dich authentisch. Zeig dich so, wie du bist. Ja, versteck dich nicht mehr. Ja, und eier nicht rum. Wenn eine Entscheidung getroffen werden muss, triff sie. Und wenn es in dem Moment für dich nicht passt, dann musst du das sagen. Und wenn es passt, sagst du ja. Der Stern. Das hat mit was zu tun, mit deiner Seele, mit deinen Wurzeln, mit deiner Heimat. Und zwar, die Karte sagt dir ganz einfach, wie willst du denn leben? Was ist denn für dich wichtig? Schaff dir deine eigene Heimat. Schaff dir das so, wie du das möchtest und glaube daran, dass es für dich passend ist, auch wenn es vielleicht ganz anders ist. Bei Fischlein ist das immer so, manchmal entspricht es nicht den Vorstellungen von anderen. Ja, und die sagen so, oh, was ist mit dem Fisch los? Ja? Nichts ist mit dem Fisch los. Der lebt einfach sein Leben und ist glücklich. Und du sollst dir deine eigene Heimat schaffen. Wahnsinn. Lebenserfahrung. Was ist das hier? Tja. Und hier Unterkarte zeige ich euch dann. Lebenserfahrung, freut euch einfach mal. Jupiter kommt. Und Jupiter zeigt dir so Glück, Weite, Erfolg. Ja? Nimm dein Glück an und denke groß. Und vielleicht hat man dich immer ein bisschen klein gehalten. Ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Gottes Willen, und das kannst du nicht. Und du merkst jetzt, da steckt so viel mehr in dir drin. Und nimm das an. Jupiter ist ein Glücksplanet. Hier hast du alles dabei. Tja. Die Unterkarte, meine Sonnenschein. Beziehung, Zusammenarbeit, Gesellschaft, ja, mag alles sein, aber hier geht es auch viel um Beziehungen. Lebe eine erfüllte Partnerschaft, so wie du dir das vorstellst. Und nicht, wie die Gesellschaft sagt, du sollst eine Partnerschaft leben oder deine Eltern und. Bist jetzt groß. Du lebst das so, wie du das möchtest. Ich bin selber noch geflasht. Das sind, wisst ihr, wenn hier sowas Kleines liegt, aber das sind alles große Karten. Das nennt man so große Arkana. Dass hier wirklich was Brachiales passiert. Das ist nicht einfach so, dass man kurz mal Angst hat und sich zurückzieht und das ist. Sondern es ist was richtig Großes, was hier kommt. Aber das Wichtigste ist hier, glaube an dich. Und glaube an deine Träume und Wünsche. Du bist beschützt. Wow. Was sagt das Tarot? Na da, Halleluja, jetzt bin ich ja gespannt. Na, mit wem kämpfen wir denn so? Kämpfen wir mit uns selber? Naja, bei den Energien kann man das vorstellen, ja? Das muss so gehen, wie ich das will. Und jemand anderes sagt, das muss so gehen, wie ich das will. Angstkämpfe. Ja. Wir haben sie. Ass der Münzen, Neustartpotenzial vom Feinsten mit der Möglichkeit, sich was ganz, ganz Großes aufzubauen. Auch finanziell. Was ganz Großes, ne? Also mit Jupiter und Ass der Münzen oder so, spiel mal Lotto. Spiel einfach mal Lotto, ne? Spiel mal Lotto, das scheint hier zu fruchten. Was haben wir denn hier alles? Eieieiei. Oh. Was ist denn hier los? Also. Irgendwie ist da so ein Kampf zwischen Herz und Verstand. Herz und Verstand. Herz und Verstand. Darf ich das? Darf ich das nicht? Und nee, das war schon immer so. Und ich muss das machen. Das kann ich nicht machen. Aber mein Herz ruft was anderes. Aber ich weiß nicht. Und ich will es noch kontrollieren. Es ist so ein Geeignet. Ne? Das ist spannend.
So, ich muss aber weiter, das sind neue Karten, deswegen muss ich mal gucken, was hier unten drunter steht, aber das ist so schön. Sechs der Kelche. Liebe, machen wir separat. Sechs der Kelche ist Kindheitserinnerung vor allen Dingen. Vielleicht hast du als Kind schon von was geträumt. Vielleicht wolltest du als Kind schon Schauspieler werden oder Sänger oder irgendwas in der Art. Und das kommt immer mehr raus, immer mehr. Ich möchte das verwirklichen, aber ich kann es nicht, ich darf es nicht. Und da verletze ich vielleicht einige und ich kann das jetzt nicht so egoistisch sein. Das hat nicht mit Egoismus zu tun, das hat mit deiner Authentizität zu tun, ne? Sag ich mal so. Irgendwie ist die ganze Sache, was ist das? Also ich muss erst mal gucken, der Wagen, du siehst aber komisch aus, aber schöne Karten sind das, ne? Der Wagen, Harry hat ihn vorgefahren. Du wirst hier eine Entscheidung treffen müssen. Du wirst dich entscheiden müssen, in welche Marke du einsteigst und wo du das Steuer übernimmst. Der Wagen sind positive Energien. Der Wagen ist eine Energie, wo ich euch sage, das ist so Umzüge, Reisen, Erfolg, vielleicht auch im Rampenlicht stehen, ja? Also hier kommt was, was sehr erfolgreich ist. Und das ist eine schnelle Energie übrigens. Kann mit euren Kindheitsträumen zu tun haben. Oder du begegnest einen Menschen aus deiner Vergangenheit wieder, der so Dinge anregt in dir. Der sagt, lass uns nochmal was zusammen machen. Kann auch im Allgemeinen sein. Aber der ist vielleicht ganz anders. Ne? Du bist gefallen, die Königin der Kelche und die sieben Münzen. Das ist sowas für mich, ich warte. Ja, du hast lange gewartet. Du hast Geduld gehabt. Ja, also die Königin der Kälte, das ist deine Energie, ist eine liebevolle Energie. So, und jetzt kommt das, weißt du, so, als ob die Ernte jetzt eingefahren werden soll. Sowas liegt hier, ja. Du hast vielleicht immer so geträumt und hast eine Wunschvorstellung gehabt. Und das ist so, der Wagen zeigt mir hier, als ob jetzt die Ernte eingefahren wird. Das ist Wahnsinn, ja. Als ob du jetzt alles das kriegst, was du dir vorstellst. Das ist eine schöne Energie. So, und jetzt wollen wir klären, warum hier diese fünf der Schwerter, schlaflose Nächte, Sorgen, ach Mensch, ja. Hier geht es darum, dass du erfüllt sein willst. Hier geht es ganz viel darum, dass du erfüllt sein willst. Und du machst dir Sorgen und du denkst so, das kann ich nur, wenn ich diesen Weg gehe und wenn ich das unter Kontrolle habe und wenn ich das selber irgendwie mache. Und hier ist es auch so, hier hast du Angst vor Kontrollverlust, so nenne ich das. Ja, man macht das ja immer so, wenn man einen gewissen Weg geht, ne, also Routine, ja, du willst glücklich sein, deinem allgemeinen Leben, hier geht es auch um wirklich deine Heimat, dass du dir was erschaffst, wie du leben willst. Und dann ist das immer so, so kenne ich das und weil ich das kenne, gibt mir das Sicherheit und dann mache ich das einfach so, ob es mir gut tut oder nicht. Und jetzt merkst du, nee, ich will eine Veränderung. Und hier ist irgendwas, wo man so ein bisschen die Kontrolle haben will, wo man sagen will, wenn ich das so mache, dann funktioniert das. Aber ich glaube, hier ist irgendwas, dass das nicht mehr so geht. Und das sind unbegründete Sorgen und Ängste, was hier liegen. Und das hier, das ist sowas, dass du überhaupt erfüllt bist in deinem Leben. Emotionale Erfüllung. Ja, dass du sein kannst, dass du eine schöne Verbundenheit hast. Verbundenheit, sowas ist das. Dass du ein schönes Umfeld hast. Ja, Liebe, machen wir dann, meine Sonnenschein. Das wird spannend. Ja, manchmal bist du ein bisschen stur, ne? Dann hältst du noch so an den alten Fest. Kenne ich. Zwei der Schwerter. Gefangen zwischen Herz und Verstand. Ja? Niemand wehtun wollen. Ja, mein Herz sagt was anderes, aber mein Verstand sagt, ich muss das jetzt so tun. Ja, naja. Du bist gleich selber gefallen. Also war es der richtige Instinkt, ja. Da war es der richtige Instinkt. Ja, 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 ja. Was haben wir denn hier noch? Ja, ne, hier gibt es irgendwas. Du bist gefallen und die drei der Kelche. Du hast hier irgendeine Begegnung oder irgendwas passiert hier, wo ich dir sage, also du hast hier eine Begegnung. Das ist immer so kleine Feierlichkeit, ne? Eigentlich auch von Erfolg geprägt. Ne? Vielleicht kriegst du, weil ich sehe das hier, das kann ein schönes Angebot sein, was du kriegst. Ja, kann auch in deiner Arbeit sein, dass dir was angeboten wird, das dich vielleicht ganz woanders hinversetzt oder
dass nochmal ein anderer Gedanke kommt, weil hier liegt deine Vergangenheit irgendwie mit. Und das ist so die Wiederbegegnung mit jemandem aus deiner Vergangenheit. Und du bist hin und her gerissen, ja? Vielleicht, und der bietet dir vielleicht was an und sagt, ey, hast du noch daran gedacht, wo wir das gemacht haben oder das? Kann was ganz Allgemeines sein, alter Arbeitskollege und so weiter und so fort. Aber wir gucken mal, was deine Vergangenheit ist, ne? Naja, uiuiuiui. Echt, was will ich euch sagen? Da ist was, wo du eine Begegnung hast, wo du drüber nachdenkst. Du bist nach hin und her gerissen. Aber vielleicht ist es ein Kindheitstraum. Vielleicht kriegst du auch Nachrichten. Nachrichten übers Internet zum Beispiel. Oder du willst im Internet irgendwas machen. Vielleicht mit einem Menschen gemeinsam. Dass man sagt, hey, lass uns das Ding durchziehen. Das kann sowas sein. Oder du willst was ganz anderes machen, wo dich ein Mensch wieder antriggert und sagt, kannst du dich noch erinnern, wie schön du früher gesungen hast? Mach's doch einfach wieder. Ja, und du sagst, ah, das kann ich nicht und ich habe jetzt eine gestandene Stellung und ich kann jetzt nicht als Rocksänger irgendwo auf die Bühne gehen. Doch, kannst du. Ne? Hier ist irgendwas. Es kann ein Mensch sein, ja, will ich nicht ausschließen, dass der hier ist. Die Welt ist immer so, hier spielt auch eine Entfernung vielleicht eine Rolle. Und die Welt ist sowas, diese Zyklen, diese alten Zyklen, die musst du beenden. Weil hier beginnt ein neuer Zyklus. Damit beginnt ein neuer Zyklus. Ja? Und dieser neue Zyklus wird dich sehr, sehr erfüllen und glücklich machen. Weil das ist genau deins. So wie du leben willst, was du tun willst, ist genau deins. Boah, ich sag euch, ne? Und da ist eine Leidenschaft. Du brennst für irgendwas. Ich gehe erstmal aufs Allgemeine ein. Der Wagen. Ja, du bist aber noch nicht sicher. Vielleicht kriegst du ein Angebot von irgendwo, ne, was weiter weg ist. Und der Wagen sagt, entscheide mal. Der Hierophant sagt, das ist der richtige Weg. Das steckt in dir, mach das, ja. Aber gleichzeitig bist du in alten Gedanken gefangen. Ja, und du willst eine Verbindlichkeit. Vielleicht willst du irgendeine Verbindlichkeit haben, einen festen Vertrag oder irgendwas. Ja, und das ist, darüber wurde noch gar nicht gesprochen. Ja, das ist nur erstmal so ein Angebot und könntest du dir das vorstellen oder du überlegst wegen deinen Kindheitsträumen und vielleicht willst du irgendwas lehren, Wissen weitergeben, sowas liegt mir ja auch. Das wäre fantastisch, ja. Du bist aber so in alten Strukturen noch gefangen. Das ist so, als ob du dir das noch gar nicht vorstellen kannst, das Neue. Das ist ja diese Veränderungen, ne? Da kommt alles auf dich zu und du stehst da und denkst, ei, was mache ich jetzt? Ja, das geht nicht so. Und das, ne? Es geht alles, meine Sonnenscheine. Der Page der Schwerter, du guckst dir das an oder du kriegst eine Nachricht von jemandem oder du wirst beobachtet. Das will ich nicht ausschließen. So, meine Sonnenscheine, jetzt fallt ihr. Was passiert denn hier bei euch? Ja, ich sag so, ich weiß, dass dieser Monat eine Besonderheit hat. Ich weiß das und gerade für die Fische. Schon wie die Planeten stehen, ja, für die Fische. Und ich weiß, dass ich sage ja immer, Fische ist so, der Zyklus beendet, hier wird was beendet, damit was Neues beginnen kann. Ne? Und ich sage euch was, das kommt plötzlich. Hier kommt was ganz plötzlich. Hier kommt was, womit du nicht rechnest, ganz plötzlich. Und manchmal ist der Turm ja sowas, ungesunde Strukturen, Kreisläufe, ne? Dass hier irgendwas rauskommt und. Nee, ist es nicht. Ich sage euch auch warum. Der Turm ist so, dass du, als ob so, zack, und du machst hier einen Neuanfang und bist absolut glücklich. Absolut glücklich. Alles, was jetzt kommt, mildert das. Weil das ist eine der, das ist die beste Karte im Deck. Was habe ich gesagt? Wir sind im Sonnenjahr. Ja? So, und am 20. beginnt dieses Sonnenjahr extrem. Ja? Die Sonne, Kraft, Mut, Stärke. Du wirst hier einen Neustart machen, ne? In vielen Bereichen. Und das wirst du plötzlich machen. Das wird. Es dauert zwar noch eine Weile, aber du plötzliche Erkenntnisse und dann gehst du raus aus Gedankenkarussell und dann machst du das. Und wenn ich sehe, was hier unten drunter liegt, dann sage ich mir, das Ast der Stäbe. Ja, entweder hast du diese Blitzidee, ja, dass du sagst, genau das ist es. Das mache ich. Ja. Hier kommt was so eine Leidenschaft hervorholt, das ist schon irre. Ja. Das ist schon irre. Ja, du, ja, ich kann mir das vorstellen. Hm. Ich gucke ja mir alles an. Das mache ich ja gerne für euch.
Tja, meine Sonnenscheine, wie soll ich sagen? Also alles das, was hier fällt, sehe ich so. Ja, jetzt kommt alles. Die Ernte kommt, so nenne ich das, ne? Aber du sagst dir so, ja. Und deswegen sage ich, das kommt alles, aber man hat noch ein bisschen Bedenken. Ja, man macht das nicht einfach so brachial. Einige könnten brachial was machen, aber das hier sind große Sachen und ich sag mal so, da ist das so, das braucht schon seine Zeit, ne? Aber für einige kann es so wirklich schnell gehen, aber du schützt dich hier. Du schützt hier auch, was du hast und vielleicht hast du lange auf irgendwas gewartet und jetzt kommen so neue Sachen in dein Leben, aber die kommen vielleicht ganz anders, wie du gedacht hast. Und du schützt dich erstmal, ja? Du sagst, ja, das ist alles toll, aber kann ich das schon? Ja, ich sag mal so, hier spielen viele Menschen eine Rolle. Aber ich will dir zeigen, vor was du die größte Angst hast. Und da weiß ich nämlich, dass das nicht passieren wird, weil ich sehe schon, was hier kommt. Du hast Angst, dass deine Erwartungen nicht erfüllt werden, dass du nicht gesehen wirst, dass du dann, dass hier irgendwas zu Ende geht, dass du am Boden liegst. Und das ist sowas, sind deine Befürchtungen, deswegen stockst du noch kurz, ja? Die 10 ist aber immer so, hier geht was zu Ende. Vielleicht wirst du auch sehr, sehr, ich nenne das mal so, überfordert. Vielleicht hast du auch viel Last und Bürde in letzter Zeit gehabt, warst ausgebrannt, warst kaputt, warst müde, hast auf irgendwas gewartet, wo du gedacht hast, das ist meine Wunscherfüllung. Und irgendwie wurdest du enttäuscht, weil es vielleicht wirklich nicht deine Wunscherfüllung war, weil du was erkennst, was es jetzt ist. Sowas ist das, ja? So, und das, was hier liegt, ist so, dass ich dir sage, also hier sind Menschen an deiner Seite, die sehr liebevoll sind, die mit dir gerne was aufbauen wollen, die sehr liebevoll auf dich zukommen, wo eine Entspanntheit da ist. Und was soll ich sagen? Magic Moments. Der Magier ist so, als ob du komplett dich veränderst, neu erfindest, was ganz Neues machst, dass du auf einmal merkst, ich kann das alles, weil du hier, ne, mit dem hier, eine riesen Unterstützung hast. Und das ist irre. So meine Sonnenscheine. Aber grundlegend geht es um die Liebe, ne? Das wisst ihr. Die ist ja auch am spannendsten im Leben, ne? Aber es kann auch für einen Beruf sein. Das will ich nicht ausschließen. Du erkennst irgendwas. Liebe. So. Ich sag mal so, hier wird sich einiges verändern. Vollkommen verändern, ja. Du brauchst eine Verbundenheit mit jemandem, wirst du haben. Du willst dir deine eigene Heimat schaffen. Und du hast irgendwas dir gewünscht oder wünschst dir was und das soll sich erfüllen und du sollst daran glauben. Das ist ganz, ganz wichtig. Du wirst immer mehr dein eigenes Ich hervorholen, authentisch sein. Ja, ist dir vollkommen egal, was der Rest der Welt denkt und ist auch egal, wenn ein Mensch in dein Leben kommt, weil da fühlst du dich viel wohler. Aber irgendwas kommt hier in dein Leben, was deine Glaubenssysteme über den Haufen wirft. Ja, wo du jetzt sagst, das kann ich machen, vielleicht willst du von heute auf morgen umziehen oder irgendwas in der Art und du sagst, das mache ich jetzt oder mit jemand verreisen, obwohl du ihn gar nicht lange kennst oder gerade erst wieder getroffen hast, das wirst du machen, ja, weil Jupiter ist da und du sollst das Glück annehmen, du sollst das Glück jetzt annehmen, du wirst mutig. Ich sag mal so, du willst heile Familie oder wolltest das immer haben. Du wolltest deine Happy Family haben. Haus, Hof, Hund, Maus, Papagei, paar Kinder vielleicht noch, ein schönes Grundstück und alles, was dazu gehört. So, und du hast aber immer ich nenne das mal so, du wolltest das unter Kontrolle haben. Du wolltest das immer so erschaffen, wie du das kennst. Das ist keine schlimme Energie. Ne? Aber das sind so Kämpfe, die ungesund sind. Du wolltest es ein bisschen unter Kontrolle haben, weil du einfach Angst hast, dass es nicht sonst funktioniert. Das ist alles, ja? Ja, ist aber normal. Kann schon eine Weile her sein, ne? So, du bist unentschlossen sowieso noch. Du bist hin und her gerissen, weil du kriegst hier eine Begegnung mit jemand. Ja, entweder lernst du den neu kennen, aber für viele ist das eine Begegnung aus der Vergangenheit, weil die kleine daneben liegt. Ja, und was soll ich sagen? Drei der Kelche ist Wiederbegegnungen. Ja, als ob man irgendwo eine Wiederbegegnung hat. Kann auch eine Feierlichkeit sein für den einen oder anderen. Ich muss es immer so sagen, für den einen oder anderen kann die Vergangenheit hier nochmal kommen und du schließt diesen Zyklus ab, weil du jemand Neues kennengelernt hast. Und die Vergangenheit ist aber niemand, wo ich dir sage, den hast du
ich nenne das mal so, da ist jetzt 3 Wochen mal Funkstille und der kommt wieder oder die, ja, also sowas ist das nicht. Das ist was, wo ich dir sage, du lächelst drüber, wenn du dran denkst. Früher hast du vielleicht immer gekämpft mit dem Menschen und jetzt lächelst du über den Menschen und sagst, ja, es war eine schöne Zeit und ich vergebe mir da auch, ja, man hat ganz schön viel Mist gemacht, aber du hast dich verändert, ne? Es kommt aber nochmal so Dinge hoch. Die Welt ist so, du könnt, hier könnte jemand eine Entfernung haben, weiter weg sein. Aber die Welt ist so, dass diese alten Zyklen, ne, Unentschlossenheit, Kämpfen und so, dass du das auch nicht mehr willst, dass das zu Ende geht. Und die zweite Kelche ist die Liebe schlechthin. Und das ist auch immer so eine Karte, die, wo was zusammengehört, wird zusammengeführt. Das ist so, das ist die Liebe schlechthin. Wahnsinn. Der Wagen, hier wirst du von einer Entscheidung gestellt. Hier wirst du von einer Entscheidung gestellt und die soll erfolgreich sein, weil ich glaube, hier will jemand was sehr, sehr Verbindliches mit dir. Der Hierophant ist eine Verbindlichkeit. Ist vielleicht auch ein traditioneller Mensch, aber wenn, will der es verbindlich. Also hier nicht die Freundschaftsplusnummer oder so, sondern der sagt so und so. Und da bist du noch ein bisschen in deinen Gedanken gefangen. Ja, kannst dir das noch nicht vorstellen. Ah, das ist so, wieso sagt er das auf einmal so? Und ja, und dann ist man so, boah, der ist vielleicht ganz anders, wie du denkst. Ja. Hier kommt aber was plötzlich. Entweder wird dir plötzlich was klar, aber wenn ich das hier alles sehe, das kann sein, dass hier plötzlich dieser Mensch auftaucht. Und dass hier ein Neuanfang kommen soll und dass hier du strahlst und glücklich bist. Ja, alles sowas liegt hier. Und du hast vielleicht lange auf irgendwas gewartet oder lange so oft in die Ferne geguckt und so, hast deins beschützt und wolltest ernten und hast so Träume gehabt, aber hast immer die Angst gehabt, dass dein Herz gebrochen wird, dass du verletzt wirst, dass irgendwas zu Ende geht. Deswegen hast du es immer kontrolliert. Das sind alte Sachen, was hier liegt. Ja? Also ich sag mal so, hier kommt was auf dich zu und es könnten zwei sein, das sage ich dir so, wie es ist, ne? Aber einer wird dich sowas von verzaubern, ja, Magic Moments, also das ist so, ja, der, das merkst du sofort. Ob das jetzt einer oder zwei sind, vollkommen egal. Hier kommt was sehr, sehr Liebevolles auf dich zu und du wirst es schön in Balance noch halten, aber Magic Moments, ja, die kannst du nicht machen. Und ich habe hier eine ganz liebevolle Energie und eine Energie, die auch nochmal auf dich zukommt, weil hier zwei Personen sind, die sehr strukturiert ist, die sehr erdig ist, die aufbauend ist, die dir sagt, ich möchte das gern so, so und so, mit dir was aufbauen, Familie und so weiter und so fort. Und der andere, der ist total kreativ, ja, sowas kommt hier, ja. Also Wahnsinn! Für wen ihr euch entscheidet, bei wem habt ihr Magic Moments? Also hier kommt jemand aus der Vergangenheit und hier ist noch was anderes. Das kann ich euch sagen. Ihr lasst aber was hinter euch. Ne? Tja, das ist spannend, oder? Mit wem habt ihr es zu tun? Ihr könnt jetzt mit einem Schützen zu tun haben, ihr könnt jetzt mit einem Wassermann zu tun haben. Explizit erstmal, ne? Ja, was habe ich denn noch? Stier. Ui. Dann Löwe, ja, Schütze nochmal, was ist denn das hier, nee. Und ansonsten, also ich habe Erdenergie, ich habe eigentlich viel Erdenergie, Stier, Steinbock, Jungfrau und Fisch, Krebs, Skorpion. Das habe ich sehr viel, aber es kann genauso gut ein Schütze im Widder oder ein Löwe sein oder eine Waage im Wassermann oder ein Zwilling. Das wisst ihr. Jetzt muss ich sofort gucken, was die Engel der Liebe zu euch sagen. Ihr macht ihn komplett, komplett. Ihr seid auf dem Weg, wirklich dazu, euch zu zeigen, wie ihr seid. Und wie soll ich sagen? Und um was ganz Besonderes, also um eure Besonderheit, ja, ich sehe es schon. Um eure Besonderheit, so wie ihr leben wollt. Ja, was euch glücklich macht, der interessiert euch der Rest der Welt überhaupt nicht. Ihr habt Angst davor, euch wieder abhängig zu machen. Co-Abhängigkeit, das ist das hier. Das ist so, ja, natürlich, Fische sind so, die neigen dazu, die tun auch gern was für den anderen, sind sehr empathische Menschen. Und man hat Angst davor, dass man wieder in so eine Abhängigkeit geht. Und ich glaube, die kommt aber nicht.
Weil ihr habt euch verändert, ihr verändert euch hier komplett, ne? Ja, vielleicht bist du so groß geworden, dass du das so kennst von deinen Eltern. Die Mama steht zu Hause, der Papa kommt zur Tür rein und ich habe gekocht, das Essen ist fertig, hinsetzen. Und du denkst, du musst das auch so machen, aber eigentlich willst du deine Zeit mit kreativen Dingen verbringen, ja? Und diese Abhängigkeit brauchst du nicht. Bei den Menschen hier, egal welchen du dich entscheidest, brauchst du nicht. Brauchst du überhaupt nicht. Gespräche von Herz zu Herz, sprecht ehrlich miteinander. Und das ist es, dass du ganz authentisch sein kannst und der andere genauso. Und wenn dir was zu viel wird, darf man es sagen. Oder wenn was irgendwo komisch ist, dass man es anspricht. Ja? Sehr schön. Vertrauen, das brauchst du wieder. Und hab mal wieder Vertrauen. Und dann habe ich die Flitterwochen. Genieße die Zeit eurer festlichen... Genieße die Ekstase eurer festlichen Zeit. Das ist so, die Flitterwochen sind so, entweder spielt eine Entfernung eine Rolle. Die zweite Seite ist, dass man vielleicht gemeinsam auf Reisen geht. Oder dass man sich auf einer Reise begegnet. Das kann auch sein. Und die dritte ist, es ist eine Reise ins Leben. Das ist immer die Reise ins Leben. Willst du mit dem Menschen, weil der will hier, das ist wie Heiratsantrag, willst du mit dem Menschen in eine Verbindlichkeit eingehen? Es ist irre. Hier will jemand was Verbindliches. Die Unterkarte ist, bringe deine Liebe zum Ausdruck, sei mutig, sei mutig. Ja? Ich lese jetzt nicht vor und geh einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu, weil das passiert hier automatisch, das brauche ich nicht sagen. Hier brauchst du auf niemanden zugehen, hier kommt jemand auf dich zu, hier kommt sogar zwei auf dich zu. Und das ist so, was hast du den Mut, diese Liebe zu leben und verbindlich diese Liebe zu leben? Sag ja. Sag ja, sag ja, lebe eine erfüllte Partnerschaft, das ist die Unterkarte. Wahnsinn, Wahnsinn. Oh, das ist, ja, meine lieben Fische, was soll ich euch sagen? Das ist irre, 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 irre. Eieieiei. Ja, also das seid ihr. Entschuldigung, allein die Zeit wird es zeigen. Ja, ja, ihr seht das ja. Ja, ist schön, aber ich schwöre, aber das wird... Es wird dann doch schneller gehen als gedacht. Hingabe, lass los und alles wird gut werden. Ja, das musst du machen. Ja, und nicht wirklich. Wenn du eine Verbundenheit fühlst, gib dich hin. Und dann habe ich Seelenpartner. Dein Seelenpartner ist bereits im Geiste bei dir. Glaube daran. Und das glaube ich auch. Hier werden Seelenverbindungen zusammengeführt. Das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist Magic Time hier. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Das sind Veränderungen... Veränderungen in Love, so nenne ich das. Ich weiß noch nicht, wie ich es nenne. Ich weiß es wirklich noch nicht. Ne? Der Stern, ja. Glaube an deine Träume, glaube daran, du bist beschützt, hier kommt was Großes auf dich zu. Zum Abschluss habe ich heute die Manifestationskarten von The Secret. Die haben jetzt Manifestationskarten, die fand ich schön. The Secret kennt ihr bestimmt, das Buch oder da gibt es auch einen Film davon. Und möchte mal sehen, was für euch kommt. Ändere deine Gedanken und damit dein Leben. Du änderst hier vieles. Ja? Was auch immer du bisher manifestiert hast. Und jetzt kommt's. Du kannst es ändern. Und vielleicht hast du das Falsche dir gewünscht. Mit einem kleinen positiven Gedanken und dann einem weiteren, Stück für Stück. Korrigier deine Träume, falls sie falsch gewesen sind und du neue Gedanken jetzt kriegst. Du kriegst hier Begegnungen, die plötzlich kommen und die was ganz Großes hervorbringen. Wow! das wird was werden. Da bin ich echt gespannt. Also, meine lieben Fische, ich wünsche euch einen fantastischen Monat. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, freue mich über ein Abo und ich freue mich, wenn ihr es mit Freunden teilt. Ich sage ganz lieben Dank allen Abonnenten. Ganz lieben Dank für eure schönen Kommentare und ganz lieben Dank für die Anerkennung und Wertschätzung meines Kanals. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin alles Liebe, Mona, ciao!